Hi, in diesem Video spreche ich noch ein bisschen darüber, was wir in unserem nächsten Online-Training machen. Deine Essenz, dein Weg, deine Aufgabe, wo es um die Entfaltung deiner Berufung geht und aus wirklich der Energie heraus, die sowieso immer durch dich zum Ausdruck kommt, aus einem Überfluss, aus einem Überschuss heraus, ein Geschenk, dein Geschenk an die Welt wirklich ins Leben zu bringen. Und ein ganz wichtiger Aspekt des Trainings wird der Bodhisattva-Aspekt sein. Ein Bodhisattva ist aus der tibetischen Tradition ein spiritueller Krieger, also ein Wesen, ein Mensch, der den Mut hat, wirklich zum Wohle aller sein höchstes Potenzial zu entfalten. Und da gibt es einige Aspekte, die wir in einer modernen Gesellschaft aus diesem tradierten Wissen und aus diesen Techniken nutzen, die uns überliefert sind und vor allem natürlich aus der inneren Geisteshaltung und der Kultivierung des Herzens. Ein Bodhisattva schult sich darin, Bodhicitta, das erwachte Herz zu entwickeln, auf zwei Ebenen. Die erste Ebene ist die Entwicklung von Mitgefühl, die Kultivierung von Mitgefühl und auf der zweiten Ebene ist Bodhicitta dann ein Bewusstsein jenseits von Dualität, jenseits von ich habe Mitgefühl für dich, sondern du und ich erscheinen im gleichen Bewusstsein. Und wir werden auch mit den Paramitas arbeiten. Paramitas sind die transzendenten Tugenden oder auch das, was uns von der einen Seite auf die andere bringt. Große, wichtige Paramita des Bodhisattvas ist Großzügigkeit, weil wenn du wirklich, und das machen wir in dem Training, die Energie, dein Jingshen, dein Essenzgeist, das, was durch dich sowieso in die Welt kommen will, entdeckst, dann bleibt dir fast nichts anderes übrig, als großzügig zu sein, weil das erwachte Herz ist ein gebendes Herz. In der Wandlungsphase Feuer, die dem Herzen zugehört, die dem Sommer entspricht. Da geht es immer um Überschuss, wie im Sommer. Du hast eine Fülle an Energie, eine Fülle an Licht, eine Fülle an allem. Die Natur steht im absoluten Überschuss. Und das erwachte Herz ist genau das, ein gebendes Herz. Ein kindliches Herz ist bedürftig und wünscht etwas. Deswegen ist Begierde etwas, was das Herz ja, klein macht oder klein hält. Und das nicht konzeptiert. Konzeptionell zu durchdringen oder mental, sondern wirklich, wenn du den Überschuss erfährst, der sowieso immer in dir ist, dann bleibt dir fast nichts anderes übrig, als großzügig zu sein. Wir arbeiten mit den zwei Verdunklungen. Die zwei Verdunklungen sind genau das mentale dualistische Konzepte. Ich und die anderen, ich und die Welt. Ich muss irgendwas zurückbekommen von der Welt oder irgendwas in die Welt bringen. Und negative Emotionen. Weil das auch das ist, was unser erwachtes Herz verdunkelt. Negative Emotionen, herausfordernde Emotionen, dualistische Konzepte, beides geht zusammen. Und da nutzen wir wirklich Bewusstseinsarbeit. Ja, da nehmen wir auch Stift und Papier zur Hand. Da machen wir Meditation. Da gehen wir nach innen und decken wirklich auf, was uns davon abhält, die Fülle und die Freiheit zu sein, die wir sind. Oder sie zu erfahren als das, was wir wirklich sind. Das als kleiner Ausblick. Ich freue mich, wenn du dich angesprochen fühlst. Das wird wirklich ein intensives Training und es wird einfach darum gehen, wirklich aus der Fülle des Herzens das in die Welt zu bringen, was mit Freude sowieso durch dich zum Ausdruck kommt, deinen Platz einzunehmen und das zu tun, wofür du hier bist. Danke. Ich wünsche dir alles Gute, viel Freude damit.